Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, 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 Alleluia. Schwestern und Brüder, ich weiß natürlich, dass dieser Anlass heute ein festlicheres Evangelium, ein freundlicheres verdient hätte. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, ich wollte unbedingt beim Evangelium dieses Sonntags im Jahreskreis bleiben, weil ich der Meinung bin, es ist gut, sich dem jeweiligen Evangelium zu stellen, das auf uns zukommt. Das ist ja oft das Wort, das wir dann tatsächlich brauchen. Und es ist ja der lebendige Christus in unserer Mitte, der uns dieses Wort ins Herz sagt. Nun, wir sind im Matthäusevangelium, das wir in diesem Jahr verkünden. Und wir sind bei Jesus' Worten angelangt, die für die Bildung und Prägung einer christlichen Gemeinde entscheidend sind. Da werden im Blick auf das Reich Gottes Prozesse verlangt, Prozesse eingeleitet, die eine Gemeinde reformieren und erneuern sollen, Worte, die sogar unverzichtbar sind. Heute, Schwestern und Brüder, geht es um das Kernthema Vergeben. Und das Evangelium dieses Sonntags ist kein Nebenschauplatz, sondern spricht ganz deutlich eine christliche Grundhaltung an. Es geht um eine Kernfrage des Christseins. Wie gehen wir mit unseren verpfuschten Beziehungen zu Gott und zu den Nächsten um? Wie gehen wir mit Schuld in der Kirche und in der Gesellschaft um? Was führt uns aus diesen Sackgassen? Nun, Schwestern und Brüder, die Versöhnungsbotschaft Jesu steht eigentlich diametral zur Haltung in der Welt, in unserer Gesellschaft. Da tut sich eher so etwas auf wie eine Art Unschuldswahn. Und das Streben nach der weißen Weste, da ist Vergebung im Grunde ein Fremdwort geworden, weil Schuld nicht anerkannt und nicht einbekannt werden kann. Da gibt es Wahlkämpfe, die wirklich Kämpfe sind, gegenseitige politische Anschuldigungen, Hass im Netz, Intoleranz und Aggressivität und so weiter, bis hin zu Wirtschaftskriegen. Aber Schwestern und Brüder, wie steht es mit den Brüchen, mit Schuld im persönlichen Bereich? Oft verschließen wir uns von vornherein einer Vergebung. Aber oft, und das muss man auch erwähnen, gehen wir mit Vergebung zu oberflächlich, zu locker um. Ich habe da eine andere Sicht, nämlich nur wer verurteilen kann, kann auch vergeben. Nur wer psychisch in der Lage ist, Aggressionen zuzulassen, kann vergeben. Nur wer sich von einer Verletzung durch den anderen betreffen lassen kann, vermag zu vergeben. Und ich habe den Eindruck, dass wir Christen manchmal gar nicht vergebungsfähig sind. Wir haben so gewisse Reaktionsmuster eingeübt, die jede echte Vergebung von vornherein abwürgt. Sie lassen keinen Zorn zu, sie schlucken das Verletztsein hinunter.
Das wird in der Tiefe des Herzens abgelagert und ist wie eine, wie ein radioaktiver Sondermüll. Im Klartext heißt das, es ist Vergebung schwierig, wenn ich Angst, Konflikte, Zorn und Verletzbarkeit nicht annehmen will. Dazu gehört ja auch das so oft geübte lauwarme, ja, ist schon okay, ist schon gut. Oder das pseudochristliche Wort, seid nett zueinander. Aber Schwestern und Brüder, Vergebung braucht nüchterne Realität, ein klares Selbstbewusstsein und eine innere Stärke. Von Herzen vergeben, das setzt einen offenen, ehrlichen Dialog voraus, eine Streitkultur, aber mit Respekt und Wertschätzung der Würde des anderen gegenüber. Und es gehört das Vertrauen dazu, dass dem anderen die Wahrheit zuzumuten ist. Dabei, Schwestern und Brüder, wird einem bewusst, dass Vergebung untereinander eigentlich Gottes Vergebung voraussetzt. Das Evangelium dieses Sonntags beschreibt ja diese Reihenfolge. So erzählt es ja Jesus im Gleichnis. Zuerst die großzügige Vergebung des Königs, der ja für Gott steht. Und dann das Problem der Vergebungsverweigerung des Knechtes dem anderen Knecht gegenüber. Dazu wieder Klartext. Ich denke mir, wirkliche Vergebung von Mensch zu Mensch ist ohne den barmherzigen Horizont Gottes nicht zu denken. Dieser Horizont lässt die unglaubliche Vergebungsbereitschaft Gottes durchscheinen. Freilich müssen wir auch unsere gängigen Vorstellungsmuster des sogenannten Lieben Gottes überprüfen. Dazu gibt es auch ein paar heikle Fragen. Etwa, gibt es nicht doch eine Grenze der Barmherzigkeit Gottes? Oder gibt es einen Gott, dem es dann einmal irgendwann auch reicht, dem der Geduldsfaden zerreißt und der vielleicht doch einen Menschen fallen lässt? Ich weiß, diese Fragen lösen bei uns Bangen und Hoffen zugleich aus. Beides. Darauf kann es eigentlich nur, wenn man das entscheiden will, eine göttliche Antwort geben. Und Jesus versucht, diese göttliche Antwort zu geben. Er spricht von einem Gott, der in seiner Barmherzigkeit nicht zu überbieten ist. Das widerspricht ja allem Rechtsempfinden von uns Menschen. Deshalb darf das Erbarmen Gottes nicht missbraucht werden. Jesus verkündet einen Gott, der in seiner Barmherzigkeit die Entwicklung des schuldigen Menschen im Blick hat, sein Reifen, sein Heranwachsen. Gott lässt uns Freiheit und Gott lässt uns Zeit, um neue Menschen zu werden, nach dem Bild seines Sohnes. Von Gott her erfahren wir auch, dass uns die Sünde nicht unseren Wert nimmt. Ja, dass wir keine Sklaven der Sünde sein müssen, wie es Paulus sagt. Und da werden wir zu einem Aufbruch aus dem selbstgebauten Gefängnis aufgefordert. Der Blick auf den erbarmenden und geduldigen Gott lässt uns unsere eigene Gebrochenheit und Sündhaftigkeit erkennen.
Das Eingeständnis der eigenen Schuld lässt uns selber barmherziger werden den anderen gegenüber. Das ist für unsere Vergebungsbereitschaft wichtig. Dann fällt uns unsere gegenseitige Vergebung leichter. Und dieses Grundvertrauen auf Gott lässt uns auch Verletzungen ertragen, die nicht sofort vergeben werden können. Nun, Schwestern und Brüder, zum Schluss. Ohne das Prinzip Vergebung kann eine christliche Gemeinde nicht leben und auch eine Gesellschaft nicht. Wir dürfen der Barmherzigkeit Gottes trauen, leben wir dieses Vertrauen. Wir haben die wichtige Botschaft für Kirche, Gemeinde, Gesellschaft, Welt. Nämlich vergeben, wie unser himmlischer Vater vergibt. Amen.